So, wir sind jetzt zurück. Hässlichste Messer haben wir durch. Welches ist denn jetzt das hässlichste Messer? Das für mich ist es eindeutig. Ja, 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 ziemlich klar. Jo. Lass mich noch mal ganz kurz gucken. Komm, da ist nichts. Bei meiner Liebe für Kiridashis hätte ich dann noch einen zweiten Kandidaten. Wobei, das hier ist auch stark hässlich. Ja, ich das muss hat also das. Die Griffschalen weg, dann ist das gar nicht so hässlich. Finde ich auch. Ja, aber ich hatte ja auch einen Test. Moment, da muss ich Schraubenzieher. Ja, also nackt ist es tatsächlich akzeptabel. Zu klein. Hab ich schon gesehen. Das ist echt okay. Aber die Griffschalen sind problematisch. Das du kannst halt einfach nicht viel mit dem Teil machen oder so. Das ist auch so ein Teil, das machst du dir einfach einen Gürtel ran oder so und gut ist. Na, aber wirklich hässlich, ich empfinde das nicht so. Welches ist denn das schönste Messer für euch auf dem Tisch? Ich bin befangen. Momentan bin ich ein bisschen in das hier. Ja, das ist ja. Das Minifox? Hm. Ich finde das British Racing Green ziemlich cool. Meine Meinung ist echt immer ganz Heidi. Ja, Heidi. Ich muss da nicht lange überlegen. Die anderen kannst du gleich vergessen wieder. Ne? Also, ja. Das Heidi mit diesem grünen Griff. Ha, ein Traum. Wäre auch ja, geil. Ja, sehr bestellen. Heidi, hast du gehört, ne? Weißt du Bescheid, ne? Fünfmal. Fünfmal. Ich auch gerade. Also fünf für dich und fünf für mich. Ja, genau. Für fünf Spinner, die keine Ahnung von Messern haben, ja, einmal. Aber davon eine Menge, ja. Ja, eine Menge kann keine Ahnung. Komm, also davon stehen alle auf das USMC. Das ist so ein geiles Messer. Da hört man sogar die Qualität. Die hört, sieht und riecht man. Ja, glaub mir, heute riecht man sie auch. Ja. Wo liegt das denn überhaupt? Da können wir ein bisschen Musik einbringen. Ach, keine Ahnung, das riechst du schon, wenn du dich näherst. Was hatte der Stefan eben irgendwie in der Hand? Und für wen in der Hand? Ich habe keine Ahnung. Wie der jetzt der Box liegt auf dem Tisch, wenn das Messer in der Box ist. Es sollte in der Box sein, ja. Leg die doch so, dass das Hologramm. Nur für die wollte ich da sagen, für die Box nicht. Die ist, ich würde sagen, fast mehr wert noch. Komm, wir nehmen mal diese hässlichen Teile weg. Machen mal ein bisschen Auslagerung hier. Oh, gäbe es jetzt das Geruchs-YouTube, ne? Ihr würdet durchdrehen. Mhm. Das Ding riecht wie der beste Räucherschinken. Also es hat ein Feuer überstanden, wollen wir damit sagen. Ja, Hellfire. Es ist ganz aus Versehen mit dem Holz zusammen ins Feuer geflogen. Das ist auch überhaupt nicht beabsichtigt. Das Hellfire USMC. Ihr wisst jetzt schon, ohne Scheiß, das Ding wird sich jetzt wie geschnitten Brot verkaufen mittlerweile. Das ist so. Das bekommst du nirgends mehr. Also so ein Teil, eigentlich müsste man jetzt aus reiner Reminiszenz an dieses Wochenende, jeder so ein Teil bestellen. Ach, ich habe so ein Walter zu Hause, das reicht mir schon. Das hoffentlich ist das überall aus. Das lasse ich mal in der Tasche, damit das nicht aus Versehen aufgeht und sich irgendjemand verletzt. Aber das kann man nicht mal ins Feuer schmeißen, das wirft Funken. Aber wir sind ja beim Fix-Talk. Ja, genau. Ja. Ja, also ich bin natürlich, mein Messer, das habe ich vom Andi übernommen. Und ich habe selber ein Heidi zu Hause, hätte ich gewusst, dass ich hier den Abend verbringe, hätte ich selbstverständlich mitgebracht. Das hat dann auch nur eine Damastklinge und da stehe ich, es hat ein bisschen größeren Griff. Das ist jetzt in meiner Hand schon fast verschwindend, habe ich eben schon mal gezeigt. Heidi muss aber eh noch ein bisschen in Damast investieren, oder? Definitiv, dieser Feder, Damast oder Feder ähnliche optische. Ja. Am liebsten das ist ein Kilo. Ja. Und dann muss ich sagen, hat das tatsächlich in der Performance überzeugt, wenn man... Ah, überall. Ne, aber rein von der Optik her würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Das ist, doch, finde ich super. Ich mag einen stabilisierten Griff, aber ich finde... Findest du durch die Knicke alles die Linie zu? Die Linie finde ich katastrophal. Haben also, du nicht harmonisch ganz ehrlich, genug? Das Einzige, was mir Probleme macht, ist hier der Abfall. Der Fisch hier hinten. Ja, genau. Und den finde ich gerade gut. Ne? Also, das aber ist immer nicht optisch. Von der Handlage okay. Ja, aber von der Optik finde ich das... Handlage finde ich gut bisher. Sieht so aus, als ob da irgendwie ein Stück Holz... einmal fett abgerutscht. Das vom Jonas ist Wenge, ja, oder? Das ist ein Schleifer. Gebürstete Wenge. Das ist ja. Gebürstete Wenge macht mich immer total an. Ist Jonas, schön, ja. Mr. Jones. Ich sein, so okay. Grüße raus an dich. Vielleicht für morgen. Nee, ich glaube, das ist gebürstete Wenge. Ja, meine ich auch. Also Jonas, das Teil ist echt Bombe und ich hoffe, wir sehen noch eine Menge mehr von dir. Das Teil ist super leicht. Ja. Das ist echt, man muss halt in die Hand nehmen. Ja, richtig. Das ist, also man nimmt das in die Hand. Schön, dass du das machst. Mhm. Und den hat er auch selbst geschmiedet. Ne? Den hat er selbst geschmiedet. Das muss man ja immer dazu sagen. Und der Bursche ist gerade 18 geworden. Messingzwinge, ein schönes Teil. Ja. Also wenn der welches Messer würdest wenn du der Jonas am Ball bleibt, da kommt noch eine Menge. Handarbeit. Ich bin auch beim Heidi. Auch beim Heidi. Ja, also vielleicht nicht unbedingt gerade dieses Exemplar. Ey! Ich finde es schön. Ei, ei, ei. Ich finde es sehr attraktiv, dass die Klinge so schmal ist. Allerdings stehe ich nicht auf Jimping. Weiter. Und klar, Mooreiche nehme ich an, ist auch ein sehr schönes Holz. Bin ich mir nicht sicher, aber weiter. Walter. Ja, aber weißt du, ich mag mein Messer einfach wirklich. Ich hab's ja vorhin erst in der Hand gehabt. Das müsste gut riechen, oder? Meins mit dem geilen Likater und meins mit dem geilen Likater.
Riecht noch deutlich mehr nach meinem geilen Männerschweiß, Stefan. Riecht, ich habe einfach die geilen Hormone. Die sind alle magnetisch. Also ist nicht hier, Lavendel ist es nicht. Nein, das ist schon okay. Ja, nee, also definitiv Heidi Baum. Du Schlingel! Das ist krass. Alle magnetisieren die Messer. Den leichtballigen Anschliff, ziemlich interessant. Ja. Also da nehme ich mich an originell von der Klingengeometrie her. Es ist natürlich auch so, dadurch, dass ich einfach mal mein Messer selbst gestalten durfte und mit Heidi dann auch hin und her geschrieben habe, ist man da einfach befangen. Ne? So Teil des Entstehungsprozesses zu sein, das ist was ganz Tolles. Ist ja cool. Und Heidi, ich hoffe, dass wir die Tage in Solingen wieder gemeinsam ein Käffchen schlürfen. Das würde mich sehr freuen. Das ist möglich einfach. Das ist, das ist halt ein Charmeur, mein Adventurer. Ne? Das ist halt eine ziemlich ziemliche Anziehungskraft. Mo, wenn du dir ein Messer rausnehmen dürftest, mal abgesehen dein Messer jetzt mal weg, welches wäre das? Also pure Geilheit oder doch der User? Nee, ich benutze ja tatsächlich meine Messer. Pure Geilheit wäre definitiv das, aber das wäre eine Vitrinensau. Vitrine habe ich nicht. Weiß Bescheid. Ja, Vitrine habe ich nicht. Kriegst bald eine Vitrine, ne? Das, und ich würde das nehmen noch, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich benutze meine Messer eigentlich täglich. In der Hosentasche habe ich sie dabei. Oder aber im Rucksack habe ich sie dabei. Und dann, ja. Von der Nützlichkeit her würde ich das hoch einstufen. Das habe ich noch nicht probiert. Das habe ich meinem Schwager mal geschenkt. Oder ein so ähnliches Modell. Und der ist hochbegeistert. Das habe ich jetzt auch schon benutzt. Das Cormorant durfte ich testen über einen längeren Zeitraum. Das ist eine Granate. Es ist unfassbar. Ja, das haut alles weg, ehrlich. Und dann Andi, deine beiden waren ja die bin ich davon auch angetan. Ja, einmal das Gunny in dem traumhaft schön gemaserten Wüsteneisenholz. Und ja, immer wieder das Adventurer. Also das Ding, ich weiß nicht, ich habe selten so einen Glücksgriff getan. Das hätte mir auch gut gefallen. Ja. Ich hatte Zweifel. Nach den Bildern und Videos war ich nicht sicher, ob es tatsächlich so tauglich ist, wie ich es mir erhoffe. Und jetzt warst du blind, aber ich würde mir den Griff ein bisschen dicker wünschen. Ja. Also, nein, das hat mich auch sehr abgeholt, das Teil. Na, also der Liner ist super klasse, also es ist wirklich ein Hingucker. Aber das Racing Green. Und dann vielleicht tatsächlich da den Griff ein bisschen dicker, dann würde ich es auch sofort mitnehmen wollen. Herr Stefan, bei dir? Welches Messer ich wählen würde? Nein, von der Optik, ja. Nur von der Optik. Das heißt, der ist gar nicht wahrscheinlich das Gunny mit dem Holzleinen. Ja. Ich finde es ganz schwer, weil die ganze Linie hier, ich nehme mal meins raus, das hat er doch ein bisschen gelitten. Die finde ich halt alle extrem schön. Holz ist einfach geil, wenn ich mir das Holz hier noch auf so einem Heidi vorstellen würde. Oder das macht schon empfindlicher. Also ich habe jetzt beim Beton kein gutes Gefühl, wenn ich auf den Griff schlage. Bei Mikata würde ich mir denken, was habe ich drauf? Gunny ist schon, also das finde ich schon, ist einfach ein sehr schönes Messer. Das holt mich immer so. Das würde ich auch komplett unter dem Wasser abwaschen mit Mikata. Ja. Bei Holz würde ich mir denken, nee, besser nicht. Und vermutlich auch zu. Hätte ich auch immer ein bisschen Skrupel, weißt du? Von beim Beton hast du einen Kunststoffgriff, da haust du einfach auf, da denkst du nicht groß nach. Und beim Holz denkst du, wenn da mal was wegsplittert, du bist ja nur noch am Heulen. Ja. Ja. Hier fehlt das, hier ist so eine kleine Ecke weggesplittert, weiß nicht warum, ob ich das so bekommen habe, ist mir nicht aufgefallen, jedenfalls. Wenn es mich stören würde, würde ich da ein bisschen mit der Feile rübergehen. Ich glaube, kann sein, dass es mir runtergefallen ist oder meinem Sohn, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Stört mich jetzt gar nicht, aber beim Holz würde es mich auch schon wirklich richtig stören, muss ich sagen. Ich würde mich daran erinnern, hätte ich diese fehlende Ecke so in Erinnerung gehabt. Wer von uns hat mit dem Alex-Messer geschnitzt heute oder gearbeitet? Ich habe damit gearbeitet. Und wie war's? Super. Okay. Super. Also wie gesagt, war ja heute das erste Mal. Ich habe aber nicht betont mit und nicht gehackt, weil das eine super feine, magst du es mal näher ranhalten, eine super feine Phase hat. Läuft ganz, ganz dünn aus. Also zur Phase hin. Das ist wirklich ein schöner Schneidtuch. Das war schon beeindruckend, damit die Zwiebeln zu schneiden, als wenn ich ein Küchenmesser in der Hand gehabt hätte. Ich finde den Griff, der aus roten Spielvogel, aus Material von der Kegelkugel gemacht wurde. Das ist ja cool. Ist schon, also muss noch mehr mit arbeiten, aber hat mir sehr, sehr, sehr gefallen. Der hat auch eine Menge Potenzial. Da würde mich immer der Schleifwinkel interessieren. Ich kann euch jetzt, müsst ihr mich wirklich mal fragen. Hat er mir, glaube ich, nicht geschrieben. Er sagte nur, ist 30 Grad ein fieser Slicer. Und wenn er das schon schreibt, dann... Ja, rasiert auch, ne? Also
Hat einer von euch mit dem Linda Händler was gemacht? Das wollte ich auch noch checken. Das hat er nicht gemacht. Nee. Shit, hat keiner. Ja, das kann man irgendwie aufmachen, oder? Genau, steckst du Knicklicht rein? Also eigentlich für Jäger so, ne? Oder knickst du Knicklicht rein? Wir haben auch ein Knicklicht hier gehabt, oder? Ja, das ist leider ein großes Knicklicht. Zu groß, oder? Das ist das Standard-Knicklicht. Kriegen wir rein. Das betonen wir rein. Das hast du gemacht. Mit dem Handmade. Aber ist auch gar kein Problem. Wir machen es auf, füllen die Flüssigkeit rein und dann passt das. Ja, ein bisschen schütteln noch. Ja. Aber da könnte ich mir auch vorstellen, dass das ganz gut performt. Aber leider ja, auch noch nicht gemacht. Liegt auch wirklich tatsächlich an der Hand, muss man sagen. Das ist glaube ich, auch ein Holz. Das ist Holz. Ich meine ja. Das ist Holz. Gibt es die in zwei Varianten, Kunststoff? Aber ich meine, das ist die Holzvariante ja, mit dem M93. Also so wie es sich anfühlt, wenn man darauf rumkratzt, das ist definitiv Holz. Also von Weitem dachte ich die ganze Zeit, das wäre Plastik wie von Mora. Also die ganze Zeit. Ich habe es gar nicht angefasst, weil es mich nicht interessiert. Jetzt feiert das hier ab, ne? Ganz kaputt gemacht. Das stört das auch die kaputt Kamera gemacht. Magnetismus, weißt du schon, ne? Entschuldigung, ich war zu laut. Kein Ding. Ich habe schon wieder eine Frage. Also die Jungs spielen, das sieht man. Macht's kaputt. Macht's alles kaputt. Ja, wenn wir es heute vorhin nicht kaputt bekommen, dann schaffen wir es jetzt auch nicht. Nee. Das geht auch echt nicht mehr, ne? Nee, es geht gar nicht mehr. Es sind alle. Ja, was mich nochmal interessieren würde, Preis-Leistungs-Verhältnis. Was holt euch da ab, was auf dem Tisch liegt? Wo ist es? Warte, hier. Wo ist es? Ja, das ist gut. Ja, natürlich. Ja, Klassiker schlechthin. Das, ja, gute Überraschung. Nee, da muss ich alles, was bis gerade angetippt oder gezeigt wurde, passt, passt absolut. Ja, da muss ich wirklich nochmal Pussy-Bashing machen. Ne? Also, Vergleich hat das gewonnen. Pussy-Bashing will ich nicht, weil du bist noch nicht fertig. Wenn dann bitte richtig vom Leder ziehen. Ja. Das war durchaus enttäuschend. Schnitzen kannst du mit den Dingern nicht, mit beiden nicht gut. Nee. Aber unbeeindruckt beim. Was hast du? Schniewas. Aber unbeeindruckend, war okay, ne? Aber das Trade, ich würde sagen, tief besser. Ja, ja, definitiv. Universeller Angriff. Dafür kannst du das mit Straße ran. Ja, aber wenigstens, das Gute ist, die kosten ja auch nicht viel. 70, ich mein, 80? Ich jeden Abend mal. Wo liegen die? 90 Euro. Die? 100? Nee, ich glaube 30. 120? 30 bis 40. 20. 30 bis 40, ne? Die Schnupsi-Bussi da oder was? Ja, bei AliExpress. Wir sind uns alle nicht ganz sicher, aber das sind mehrere 100 Euro und ja. Das ist dann halt. Ja, bei Guzzi Express kostet die 30 bis 40 Euro. Ja. Ja, gutes, taugliches Messer, aber wird wahrscheinlich nicht einer von uns kaufen, selbst wenn er gezogen wird. Tauglich? Also wenn du Laternenfallen hochst und 20 Stück davon hast und bald einen Holzlaternenfall, dann kannst du da reinjammern. Ich wiederhole mich nur ungerne, tau was. Kann einer mit den Typen empfehlen. Schnie, was? Ja, das war schon übel, ne? Dann hast du ein bisschen, denkst, naja, geht nicht ganz so gut, aber geht irgendwie, oder nimmst du hier das Bowie und einmal alles durch. Es schlägt ja die gleiche Kerbe wie ein Strider. Es hat irgendwie ein bisschen, einen gewissen Charme. Warte mal. Ich finde, jetzt gehst du zu weit. Wir blöden hier ein bisschen rum, ne? Aber ein Strider ist ja doch irgendwie geil. Ja, weil es Charme hat. Also genau. Nicht, weil es irgendwie besonders oder hervorragend gut performen würde. Es gibt stabilere Messer, es gibt günstigere Messer, es gibt besser verarbeitete Messer. Und ich glaube, mit dem Pussy wird es ja eine ähnliche Kerbe schlagen, dass du ein Messer hast, was irgendwie ein bisschen cooler aussieht, ein bisschen Spaß macht, aber du kriegst günstigere Messer, die na gut, Verarbeitung passt schon, aber die besser performen und ja. Definitiv. Also alles, was wir heute wirklich an grobem Hackwerk betonen, etc. Ich würde echt noch Rambo 2 interessieren, wie das sich geschlagen hätte. Das wäre mal interessant. Vielleicht mit dem A2, dass du einen schönen flachen Winkel hast noch. Ja, das wäre ein schönes Teil. Was haben wir? Bussi, Battle Grade, bla bla bla, $350. Ja. Oh, also in Deutschland kostet das Ding wahrscheinlich 400 Euro. Mindestens. Hm. Ja. Ich bin tatsächlich etwas traurig. Ich hatte das Heidi gerade nicht mehr auf dem Schirm, als wir heute am Strand waren. Ich habe meinem ja so hinterher getraut, dass übrigens mit der Post gekommen wäre, wenn sie es denn ausgeliefert hätten. Wollen wir nicht weiter bashen. Aber ich hätte das einfach mal mitnehmen sollen und dann nicht stattdessen benutzen. Wir sind alle totale DHL-Fans, wie ihr merkt. Oh ja, hardcore. Also mir hat DHL heute... Vor allem, Stefan, du bist jetzt nicht dran. Du hast den Schweigeball. Ich finde die Jungs sehr schön. Auf die stille Stuhl oder auf die stille Treppe. Halt ja schon, Small.
Ja, naja, also Lieferprobleme, davon mal abgesehen, mit dem Heidi arbeitet man tatsächlich ganz gerne. Ich hatte mit meinem ganz kleines bisschen rumgeschnitzt und dadurch, dass ich einen ähnlich schmalen Griff habe wie bei diesem hier. Das liebt auch jeder. Ja, das Männlein, halt Weiblein, auf die Hand, wenn man das sieht, so jeder schön. Sagt sofort. Oh. Ja, ne? Und es ist halt sehr universell einsetzbar. Ich versuche es halt bei mir auch. Wenn ich den Heidi mal treffe, hoffentlich bekrabbel ich. Also Andi schläft heute Nacht draußen. Andi, lade ihn einfach mal aus als Besitzer der Pension. Nur weil das hier unangenehm ist zu schneiden, Miro, oder? Mir. Kann eine keine Story. Also wir werden albern. Ich glaube, wir müssen das an dieser Stelle. Ja, kann ich ein bisschen von diesem Teil hier erklären? Der Sinn, ja. Das ist, wenn ich das richtig verstanden habe, sind die Dinger eigentlich... Asiatische Schnitzmesser. Könnte ich die ganzen also so Arme machen? Habe ich das mal irgendwo entweder gelesen oder. Stefan hatte schon fast ein ganzes Bier, muss man dazu sagen. Er hat ja. Wasser über die Messer. Und ganz viel frische Luft. Und er hat. Viel zu viel, richtig. Mit dem Handmade heute nichts gemacht. Er hat Entzug. Also. Es ist, glaube ich, ein Schnitzmesser. Also es gibt verschiedene aber Formen. Wie schnitzt man damit, dass ihr irgendwie Holzschnitz arbeiten? Holzschnitz. Ja, natürlich. In Neuseeland, wenn sie diese... Neuseeland, okay. Es verarscht mich nicht, wenn die wie Maori-Handwerker da diese in diesen Einbaum, oder da haben wahrscheinlich die richtigen Namen, diese, wo sie da halt auf dem Wasser unterwegs sind, da werden da wirklich Verzierungen reingeschnitzt. Wie heißt das? Kanu-Dinger heißt das. Kanu-Dinger, wir sind aber eigentlich mehr. Nee, aber mal im Ernst. Die fahren auch mit Katamaran mit Ausleger. Junge. Genau, und die haben auch richtig einen Namen oder so. Und da. Günther Horst. Detlef. Was ich halt nur übel finde, das kam mal in einem guten Zustand. Aber die Ludolfs. Und mehr sage ich dazu nicht. Die Ludolfs. Ja, wenn es jemand käuflich erwerben möchte, steht noch zum Verkauf. Hiragashi ist doch Japan. Ja, also ich habe mal unseren Freund Vicky gefragt, Vicky mit dem Wikingerhelm. Japanische Messerform, die sich durch wirklich abgesetzte Klinge mit gerader Schneide auszeichnet. Je nach Anwendung können Klingenstärke und Klingenhöhe variieren, bla 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 bla. Also Anwendung lese ich jetzt nicht vor, könnt ihr selber machen bei Wikipedia. Also japanisch Schnitzmesser. Zelthering. Und das in der Breite. Ich hätte jetzt gedacht, dass man das vielleicht 2 mm machen will und nicht 4. Also das hat ja schon eine gewisse Breite. Ja. Das vom Kylie kommt, müsste es eigentlich... Das sind ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ding nicht gut geschnitten hat. Die Hobby-Samurais, die dann... Ich habe damit halt noch nie gearbeitet. Das ist also dein warte! Ja, komm! Lass mal, ja! Nicht posten! Spalter! Alte Otternase. Oh Mensch, da hyperventilieren sie schon. Und heute Magnetismus. Immer wenn du das mit Busse und A2 noch hinkriegst, ne? Ja, komm Leute. Was war das denn? Du hast alles kaputt. Ne? Dafür bin ich echt bekannt. Ja, gibt's sonst noch ein Thema, das wir vielleicht anreißen könnten? Also ich bin gerade leer gelacht. Vielleicht das nützlichste Messer? Ich kann gerade nicht. Über die Performer haben wir ja schon geredet. Okay, das schönste Spielmesser ist das magnetischste Messer. Ich glaube, das nützlichste ist immer das, was du problemlos immer überall dabei haben kannst. Mhm. Meiner Meinung nach eine Klinge um... Das heißt, das 10, fliegt raus, das fliegt raus. Ja, genau. Ja. Eine Klingenlänge um 10 cm, vielleicht knapp drunter. Ich lande zwangsläufig wieder bei einem Messer in der Größe von Gunny oder dem Adventurer. Maximal runter zum Mini Fox River. Das ist mit den 6,1 cm vielleicht schon ein bisschen knapp. Aber da tut ja jetzt hier dem Ultralight Bushcraft ein bisschen Unrecht. Nee, wie gesagt, die ganze Reihe. Die beiden immer nennt und das fast ein bisschen rausfliegt. Ich gebe zu, es ist ein bisschen hässlich. Das ist wirklich das Problem zwischen den hässlich auch nicht. Nee. Aber es stinkt ab zwischen den Teilen. Ist so. Ich finde, das super Interessante an dem Messer sind halt eben diese 2,3 mm an der Klingenbreite. Ich nenne halt die als tauglich, die ich selbst benutzt habe, wo ich einschätzen kann und dementsprechend... Ja. Du warst doch mit deinen Aufführungen noch nicht ganz fertig, oder? Nee, das ist halt, wie gesagt, das Tauglichste ist das, was du dabei hast. Ne, dann ist es erstmal piep egal, was draufsteht. Wenn du was zum Schneiden brauchst, brauchst du was zum Schneiden und dann ist egal, welcher Markenname draufsteht. Und es bieten sich halt die an, die sich für uns... A, legal und B, unauffällig tragen lassen. Und das ist halt genau diese Messergröße, ich sag mal, bis maximal 21,5 cm.
Manche mögen es dann was leichter, für die ist dann etwas von diesen dreien vielleicht geeignet und für alle anderen, denen das Gewicht dann erstmal zweitrangig ist, die gehen dann vom Adventurer 2 hoch zum Granny und entscheiden dann nach persönlichen Vorlieben vielleicht noch über das Griffmaterial und den Klingenstahl. Dementsprechend ist das für mich das tauglichste Messer, nämlich das, was ich immer dabei haben kann. Mhm. Ich sehe das auch ganz genauso. Bei mir wäre es halt noch mal eine Nummer kleiner, durch meine Handgröße bedingt. Und einfach das dadurch auch, dass mir das sonst vielleicht womöglich die Hose rauszieht. Aber... Oh ja, sie feiern mich. Nein, wir feiern deine Hosenträger. Wir feiern seine Hosenträger. Ja, für alle Fans der Hosenträger, ich bin der einzige Mann am Tisch mit Hosenträgern, ist deine dunkelblau. Danke, dass du das klargestellt hast. Gerne. Ja, also ich würde sowas wie das Heidi benutzen oder ihr habt ja meine anderen Messer gesehen. Das ist aber definitiv genau das. Das Ding kann man dabei haben. Das ist auf jeden Fall stabil genug für alle Aufgaben, die man normalerweise unterwegs so hat. Und es ist auch einfach mal kein Klappmesser und damit ohne jede Probleme immer oder fast immer 42 Aktenform, vor allem in der Größe. Was hast du gesagt? Ich habe gerade zugehört, rumgeblödelt. Nein, du hast recht. Ich habe dir zugehört, die Kamera hat dir zugehört. Ja. Und du wolltest eine Kydex, damit du das als Neck kannst, ne? Ja, es tut mir leid. Also wenn man sich das immer mal so anguckt... Das ist immer die richtige Größe, wenn man so den Hals tragen will, dann sollte es so lang sein wie der Unterarm. Hatten wir denn schon den Anschliff, wenn es um universelle Ballig Messer Kurschliff, geht? Blachschliff. Ballig, wenn es universell, dann soll die Klinge dünn sein bei mir. Ganz leicht, natürlich mit kleiner Faser, ansonsten Flachschliff, würde ich sagen. Wobei Flachschliff lang nicht Flachschliff ist. Ja, ballig, ne? Also führ das bitte weiter aus. Also wenn ich wählen dürfte, 3 mm flach auf 0. 2,3 mm flach auf 0. Nein, im Ernst, ich verstehe nicht, warum manche Hersteller Strider einen S3V-Stahl nutzen, um dann 6, 7 mm breite Klingen draus zu machen oder auch andere Hersteller. Ich finde, die Toughness, da bietet sich doch geradezu an, eine Klinge 2 mm, 3 mm breit zu machen und rennst du bei mir offene Tür? Nein, kann ich auch nichts. Wobei, nachdem Stefan das ja in dem, ich würde fast sagen, im letzten halben Jahr so gebetsmühlenartig immer wieder wiederholt hat, bitte macht doch bitte mal dünnere Klingen, ich habe das Gefühl, auch so eine leichte Tendenz zu beobachten, dass immer mehr Modelle mal rauskommen, wo das Ganze wieder ein bisschen zurückgeht. Ob das bei Foldern aus China ist oder bei Custom-Messern aus Europa oder Amerika. Ich finde da eine generelle Tendenz, dass diese Wahnsinn mit der Klingenstärke ein bisschen rückläufig ist. Und das Gefühl habe ich auch gerade, Buck River bringt ja einige Modelle, ist eine LT-Version. Richtig, genau. Find oder sogar Ultralight. Das Fox River habe ich mir gerade bestellt in der LT-Version. Das Bravo wird mich extrem reizen in der LT-Version. Wofür brauche ich 5,5 mm? Macht keinen Sinn. 4,5 ist schon fast zu viel. Aber deutlich besser als 5,5. Gut, das eigentliche Bravo war ja dann wieder fürs Militär entwickelt und sollte ja mehr oder weniger eine schneidende Brechstange sein. Da die Leute so drauf abgefahren sind, das war ja erstmal nicht vorherzusehen. Was haben die als Stückzahlen genannt? Ich glaube, was waren das? 50.000, 40.000? Ja, ja. Fox River war, glaube ich, das meistverkaufte mit über 50.000 und das Bravo kam auf 2 mit über 40.000. Das ist schon heftige Zahlen. Ne? Mhm. Krass. Und das von der Firma, die eigentlich eher ein bisschen kleiner ist im Vergleich. Ja. Ja. Aber was ich interessant finde, ist, dass Bark River gerade irgendwie relativ viele Leute wieder reizt. Oh ja, oh ja. Ich meine, die haben natürlich auch eine bombenmediale Präsenz, ne? Die Macher selbst sind über YouTube vertreten, der Jim zusätzlich noch bei Facebook, die sind ansprechbar, die blödeln rum, die kommentieren auch mal ein Foto. Du hast halt einen direkten Draht zu denen und du hast das Gefühl, irgendwie Teil der ganzen Maschinerie zu sein und das zieht dich irgendwie so mit in den Bann. Und wenn dann noch die Qualität stimmt, und das ist für mich ohne Zweifel gegeben, dann bist du ja schon fast wie im schwarzen Loch gefangen, ne? Da ist also keine Kommen mehr. Und das ist es auch, ne? Die, also auch die Qualität. Wann hörst du mal wirklich, also wie selten habe ich das mal gehört, dass einer sagt, nee. Ja, das ist halt immer, das hörst du einfach nicht. Dass sie die am Bandschleifer mit einer schlechten Rassel Klappenschlage hier drin. Also, der Spruch, es wackelt wie ein Lämmerschwanz, kann man hier vielleicht auch nachvollziehen. Wir möchten aber auch mal festhalten, das Ding funktioniert noch, egal was man damit gemacht hat. Das ist schon irgendwie geil. Um mal zu Backfilber zurückzukommen, die Schleifen ist ja bei einer extremen Hitze und die Wärmebehandlung vorne ist dann teilweise schon ein bisschen versaut. Das ist so der einzige Nachteil, den ich bei dem schon scheiße, wenn man redet und weiß, keiner hört dem mehr zu, ne? Du redest aus Erfahrung. Also, ich kenne das. Hast du was gesagt? Was? Bitte? Rede denn mit mir? Also mal ausreden jetzt, Mensch. Ja, ich finde es halt schade, dass die Wärmebehandlung vorne ein bisschen
ich will nicht sagen versauen, aber es geht schon ein bisschen in die Richtung, dass man erstmal ein paar Mal das Messer abziehen muss, bevor man die endgültige Schneidphase so hat, wie man sie eigentlich haben wollen würde. Das ist so ein richtig toller Messer. Vielleicht ist das als Begrüßungstätigkeit gedacht, für das ist jetzt mein Messer, das nehme ich jetzt in Anspruch. Welche Modelle sprichst du da genau an, die Gunnies? Die Gunnies sind so neu. Bei dem hier ist es mir aufgefallen. Also das war immer sofort stumpf und ich tue mich da ein bisschen schwer, da mit dem balligen Scandi, der noch nicht auf Null geht in der Sekundärphase, irgendwie auf dem Mauskettbuch. Ich nehme das mal. Ich bin super! Stefan braucht das nicht mehr. Schleifpapier abzuziehen, von daher bin ich da mit dem Wicked Edge drüber gegangen, habe jetzt noch eine größere Schneidphase drin, eine Sekundärphase. Wenn die da eine gute Wärmebehandlung gehabt hätten, dann wäre es nicht so schnell stumpf geworden und ich hätte es einfach auf dem Leder scharf halten können. Holst du dir das noch? Ich war mal ein bisschen verknallt in das Teil sozusagen, hatte es in der Messe in der Hand, fand die Handlage gut, aber nicht sehr gut. Und jetzt habe ich es beim Andi wieder in der Hand gehalten und fand es dann doch wieder besser, als ich es in Erinnerung hatte. Von daher. Für Miro, das Ding gibt es ja auch als normales Adventurer, ne? Ein bisschen kleiner. Ja, die Bugs. Das ist natürlich ganz interessant. Wobei, das ist ja wirklich die Stärke vieler Hersteller, dass sie es hinkriegen, dass mir das genauso gut in der Hand liegt wie dir. Tatsächlich, ich war echt zufrieden damit. Und das ist ja jetzt kein geradliniger Griff. Genau, das ist ungewöhnlich. Ja. Also bei sowas wie hier. Sowas, das liegt mir natürlich genauso gut in der Hand wie dir. Einfach nur, dass ich ein bisschen weniger Grip vielleicht habe. Der Jim Stewart hatte neulich tatsächlich noch bei meinem Foto kommentiert. Das ist einer der universellsten Griffe und aktuell eins der meist nachgefragten Messer. Ja. Aber das ist ein Phänomen, und ich finde es halt auch ästhetisch schön. Ne? Bei mir guckt was raus, aber wie kracht das? Ach ja, das war so Thema des Tages. Miro ist sehr zweideutig unterwegs. Manchmal gedacht, dass das so gut ist. Also auf jeden Fall nicht. Aber das ist doch ein Phänomen, das man häufiger sieht, dass man die Vorder-Kerbe oder die Vorder-, diesen Forward-Scheul, dass die Messer mit Forward-Scheul auch häufig von vielen Händen oder vielen Leuten mit verschiedenen großen Händen gut passen. Das lässt man einfach gerne an. Welches würdest du nehmen, wenn du jetzt die Auswahl hättest? Wegen dem coolen Griff oder wegen der coolen Farbe würde ich das nehmen. Okay. Das wolltest du hören, ne? Ja. Ich finde halt die Kurve fast ein bisschen zu breit. Relativ kurz. Dann könnte sie auch ein bisschen schmaler sein nochmal. Also da würde ich einen Millimeter weniger nicht vermissen. Sollen wir das Spielzeug mal vom Tisch schieben? Kein Wunder, dass die Klingen alle stumpf sind. So läuft es bei Barkriber, die sind gar nicht schlecht. Ja, aber behandeln, die sind einfach alle Magneten. Genau. Ja. Kevin, jetzt überleg mal, wie viel hauen die am Tag raus? Boah, ich schätze mal 800 bis 1000 Messer. Und wenn die jetzt in die Scheidenproduktion einsteigen und jede Lederscheide dann noch mit einem Neodym-Magneten versehen, ey, was geht denn da ab? In der Fabrikhalle muss ja jedes einzelne Teil muss auch magnetisch sein mittlerweile, wenn das Zeug da rumliegt. Ich meine, vielleicht werden die Lederscheiben gar nicht in der Fabrik da gemacht. Nein, doch, die machen das jetzt im Haus. Okay. Die haben da drei Mädels sitzen, die jetzt tatsächlich Lederscheiben nähen. Kommen wir jetzt zu Hermione? Die haben ja zugekauft immer von Sharpshooter und noch einem zweiten Produzenten aus den Staaten. Ne? Die haben das Zeug anfertigen lassen, zum Beispiel die ganzen Bravo-Scheiben, die kamen alle immer von Sharpshooter. Okay. Und jetzt haben die tatsächlich angefangen, selbst zu produzieren. Okay. Ja, wir haben die 30 Minuten wieder voll. Wäre der Zeitpunkt, sich zu verabschieden. Ja, jo, tschö. Ciao. Ja, ciao, mach's gut. Ich grüße noch zwei andere Bug River Jungs, Alex und den Fitz. Und dann bin ich auch raus. Und ich wünsche euch wie immer Grüße aus dem Norden. Und wir sehen uns demnächst.